Hallo allerseits. Was haben Philosophie, Kunst und Erotik gemeinsam? Ich weiß es nicht, aber mindestens eins, nämlich dieses Buch, Meine Nacht im Picasso-Museum von Camille Daoud. Der Journalist und Schriftsteller hat sich eine Nacht im Picasso-Museum in Paris einschließen lassen und sich eine Ausstellung ganz besonders intensiv angeguckt, Bilder aus dem Jahr 1932 von Picasso, und darüber nachgedacht, was diese Bilder sagen über Körper, über Erotik, über Tabus, über Gelüste, über Menschsein, aber was das auch über eine Gesellschaft sagt. Wie werden bestimmte Darstellungen, zum Beispiel im Orient oder im Okzident, unterschiedlich wahrgenommen? Darüber philosophiert er. Es geht auch sehr viel um Religion per se, und er denkt sich quasi eine Person aus, Abdallah, der islamistisch geprägt ist, und er überlegt halt auch, wie er selber, also Camille Daoud, diese Bilder betrachtet, was das mit ihm macht, wie er darüber denkt und wie eben dieser fiktive junge Abdallah darüber denken würde. Dadurch entsteht eigentlich eine ziemlich interessante Gegenüberstellung von zwei Welten, die wir nun als sehr verschieden ansehen würden, und es entstehen halt sehr viele Gedankengänge darüber, wie sehr Kunst eigentlich auch mit dem Verspeisen von Körpern zu tun hat, wie für die Entstehung eines Gemäldes ein Mensch erstmal quasi gegessen werden muss, ein Körper gegessen werden muss, eine Frau gegessen werden muss, wie viel das auch so mit so Jägern und Beute zu tun hat, was das eben über Gesellschaften aussagt. Das Buch ist gar nicht so schrecklich dick, wie ihr seht, aber es steht unheimlich viel drin. Es steht allerdings auch einiges drin, was sich jedenfalls in meiner Lesewahrnehmung ein bisschen wiederholt hat, was ich dann teilweise etwas anstrengend fand. Also grundsätzlich finde ich das Buch unheimlich interessant zu lesen, diese Texte. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Bilder, die betrachtet wurden in dieser Ausstellung, nicht kenne. Aber dass das so richtig wichtig wäre, konnte ich jetzt auch nicht sehen. Also es ist nicht so, dass der Autor sagt, okay, ich bin jetzt mit XYZ gegangen, das habe ich mir mit angeguckt, darauf zu sehen ist 1, 2, 3 und das sind jetzt so meine Gedanken, sondern das ist so ein kompletter Gedankenfluss. Man merkt, dass er sich durch das Museum bewegt quasi, aber es geht halt viel um das Dargestellte und das, was dahinter steht, und nicht darum, was auf dem Bild jetzt primär, ich sag mal, einfach so mit dem Auge auf den ersten flüchtigen Blick zu erkennen ist. So. Ich fand die Auseinandersetzung ziemlich interessant, wäre ein Problem mit der Beschreibung von Körpern, Erotik und sexuellen Handlungen hat, sollte das Buch vielleicht nicht lesen. Die sind dann doch relativ explizit und relativ zahlreich in dem Buch. Was ich aber total merkwürdig finde, ist, also der Originaltitel des Buches ist, ich gucke ihn für euch nach, weil er natürlich auch Französisch ist, und ich ihn euch dann besser sagen kann. Also eigentlich heißt das Buch, wo haben wir es? Le peintre dévorant la femme. Also irgendwas mit dem Gemälde und einer Frau. Dévorant weiß ich jetzt zwar gerade nicht, aber ich schreibe euch die Übersetzung hier gleich runter. Und auf Deutsch heißt es Meine Nacht im Picasso-Museum. Was zur Hölle ist da mit der Titelübersetzung passiert? Ich glaube, dass der französische Titel auch sehr viel besser funktioniert, besser passt, weil es halt eben insbesondere um das Verhältnis zum Frauenkörper geht. Und das ist halt irgendwie wichtig, und bei Meine Nacht im Picasso-Museum könnte es halt auch einfach generell übers Philosophieren in Bezug auf Picasso gehen. So, tut's aber nicht. Geschrieben fand ich das Buch gut. Das ist so ein kompletter Fluss, manchmal auch eher so ein Strudel, dann ist es wieder eher so ein Bach, und dann fühlt man sich wie in so einem reißenden Strom. Also es fließt, es plätschert, es strömt, und die Gedanken, die dahinter stehen, sind mega interessant, fand ich. Ich habe mich noch nie so viel mit Kunst und Erotik auseinandergesetzt wie in diesem Buch. Und ich glaube, dass es deswegen ein ziemlich interessanter Denkanstoß ist, den man ganz gut lesen kann. Ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass so wenig auf die Bilder in der Ausstellung eingegangen wurde. Also man hat dann halt die verschiedenen Titel, und ich glaube, es sind auch die Titel der Bilder. Aber das ist auch das Einzige, woran man merkt, dass er sich gerade durch diese Ausstellung bewegt. Das fand ich ein bisschen überraschend, um es so zu sagen. Tja, und wie fassen wir das in einer Bewertung zusammen? Also ich fand es interessant, ich fand es gut zu lesen. Ich fand, dass es sich allerdings,
also dass sich manche Überlegungen sehr wiederholt haben, was ich manchmal ein bisschen anstrengend fand. So, beziehungsweise dass Motive auch sehr detailreich ausgeführt wurden. Davon kann man halten, was man möchte. Ich gebe meiner Nacht im Picasso-Museum insgesamt den Silbernen Bücherengel, weil ich es auf jeden Fall interessante Überlegungen finde, gerade auch mit dieser Betrachtung nochmal mit der arabisch geprägten Welt und dem, was wir die westliche Welt nennen. Gerade diese Gegenüberstellung, die ja auch nun mal eine sehr politische ist, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Der Autor reflektiert auch zum Beispiel darüber, wie er selber wahrgenommen wird in einer Gesellschaft, wie er sich verhält an bestimmten Orten. Das sind nochmal alles so Aspekte, die damit reinkommen, von denen ich nicht zwingend damit gerechnet habe, dass sie mit reinspielen würden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn ihr jetzt nicht die größte Ahnung von Kunst habt, könnt ihr aus dem Buch einiges mitnehmen, nämlich zumindest den philosophischen Teil. Und ich denke, wenn das von einem Buch behauptet werden kann, dass man, selbst wenn man sich mit einer Materie nicht auskennt, man trotzdem was daraus mitnehmen kann, dass das immer eine gute Sache ist. Das soll es auch soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.